Der erste Vers, den er hier erwähnt, die Aussage Allah jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allah la ma'al muhsinin. Und jene, die sich für uns oder auf unserem Weg anstrengen, lanahdiyannahum. Hier sagt Allah Ta'ala, benutzt er vor dem Verb, die werden wir führen, leiten. Er benutzt das Lam hier, das nennt man Lam al-Muwatti'a lil-Qasam. Also hier ist ein unausgesprochener Schwur. Als ob er sagt, Wallahi lanahdiyannahum subulana. Und das Interessante ist, dass er hier die Mehrzahl benutzt. Subul. In der Regel wird vom Sabil gesprochen, also Einzahl. Mein Weg oder der Weg. Allah Ta'ala sagt, manchmal wird anstelle des Wortes Sabil auch das Wort Licht benutzt und für das Gegenteil das Wort Dunkelheit. Da sehen wir auch das gleiche Schema, Mehrzahl, Einzahl. مثلا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ist der Wali derjenigen, die Iman haben. Er führt sie aus den Dunkelheiten ins Licht. Also Dunkelheit Mehrzahl, Licht Einzahl. Oder مثلا an einer anderen Stelle heißt es ولا تتبعوا السبل. Und folgt nicht den Wegen, den Irrwegen, auch wieder die Mehrzahl. Und in der Surah al-Fatiha, ihdina as-sirat al-mustaqim, Einzahl, den geraden Weg, also es ist einer. Aber in diesem Vers hier sagt er, walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jene, die sich auf unserem Weg anstrengen, die werden wir zu unseren Wegen führen. Oder auf unsere Wege leiten. Warum ist hier die Rede von der Mehrzahl? Na, also hier wird darauf angespielt, entweder auf die großen Gaben und Gnaden, die Allah Ta'ala denen erweist, die sich anstrengen. Mhm. Also dass er ihnen massenweise Erkenntnis schenkt. Und Fähigkeit und Kraft, die verschiedensten Handlungen auszuführen. In diesem Kontext kann das hier verstanden werden, weil das hier eine Gnadenerweisung ist oder ein Minna. Es ist ja hier eine Ni'ma, die Allah Ta'ala hier verspricht.